Sorry, meine Nase läuft wie immer. Lady, ich habe den Ride or Die Tag für euch heute. Und zwar habe ich mich inspirieren lassen von Flickchen auf YouTube. Ich werde sie unten in der Infobox mal verlinken. Eine Liste, ich weiß gar nicht, was im Ride or Die Tag alles drin sein soll, aber ich habe mich einfach von ihr inspirieren lassen. Und deswegen starte ich mal. Und zwar mit dem Primer. Ich benutze keinen Primer. Ich habe noch nie einen versucht. Das Einzige, was ich als Primer ab und zu mal benutze, also benutze ich theoretisch schon einen, aber ich glaube nicht, dass es wirklich ein Primer ist. Ist ja auch egal. Es ist die Glowing Potion von Kiko. Ja, die gibt es nicht mehr. Zumindest nicht in der Form. Ist nämlich schon 2 Jahre her, dass ich sie mir geholt habe. Ja, man soll Produkte nach 12 Monaten wegschmeißen, aber sie riecht noch gut, sie sieht noch in Ordnung aus, also benutze ich sie weiter. Wenn ich einen super glowy Finish haben will, dann benutze ich die vor meinem Make-up, ansonsten kein Primer. Wenn ich mich entscheiden müsste für ein Make-up, was ich vermutlich den Rest meines Lebens benutzen werde, dann wäre das, denke ich, von Flomar die BB Cream. Das ist eine BB Cream in Kompaktform. Und zwar sieht die so aus. Schon leicht ausgelutscht, deswegen habe ich mir auch schon ein Backup geholt. In der Farbe Nude Ivory CP13. Ja, ich weiß, die meisten von euch haben kein Flohmarkt in der Stadt. Ihr könnt, soweit ich aber weiß, telefonisch bei denen bestellen. Weil nein, sie haben auch keinen Internetshop. Deshalb müsst ihr, glaube ich, in der Filiale in Bremen anrufen und dann könnt ihr da bestellen. Die Produkte könnt ihr aber trotzdem online einsehen. Also könnt ihr euch da mal umschauen. Was mag ich an diesem Produkt? Sollte ich vielleicht auch mal erwähnen. Und zwar ist die Deckkraft sehr leicht. Beziehungsweise leicht bis mittel, würde ich sagen. Und ihr könnt das jetzt schon erkennen, denke ich. Das aufgetragen sieht die so glowy aus. Die sieht so natürlich aus. Und diese BB Cream in Kompaktform ist tatsächlich anders als die BB Cream in der Tube. Also würde ich darauf setzen. Die kostet 11,95 €, glaube ich. Aber was kommt nach meinem Make-up? Oh, ich bin hier dreckig. Immer Concealer. Oh fuck, ich habe 2 Concealer. Wenn ich aber wirklich nur einen Concealer benutzen könnte, dann würde ich den Fit Me Concealer von Maybelline nehmen. Und zwar in der Farbe 20. Den könnte ich theoretisch auch für unter die Augen benutzen, weil er nicht zu dunkel ist. Ich benutze für unter die Augen den Löscher Auge. Hält super, deckt super ab und ist affordable. Von daher immer, immer, immer. Rocky schnüffelt an meiner Brust. Okay. Dieser Hund! Haben wir es dann bald? Rokush. Highlighter. War super, super schwer für mich, weil ich vermutlich 10.000 Highlighter zu Hause habe. Aber ich war ja neulich, ich glaube, das habe ich in meiner Haul letztens gezeigt, ich war ja neulich bei DM und habe bei Catrice diese Allround Contouring Palette mitgenommen. Und oh mein Gott, wirklich diese Palette, dafür, dass sie so wenig kostet, vermutlich irgendwie zwischen 4 oder 5 Euro, dafür ist die Palette tatsächlich ein Allround-Talent, was auch immer. Oh mein Gott. Diesen gelblichen Ton hier benutze ich super gerne als Highlighter und zwar auf meinem Nasenrücken. Habe ich auch heute drauf und ich finde, ich zeige euch das mal. Das geht nicht an alle, aber an manche geht das schon hier. Ne? Also, liest zwischen den Zeilen. Und ich finde, das als Highlighter sieht nicht so, weiß nicht, es sieht nicht so Bam Highlighter aus, sondern, also wisst ihr, was ich meine? Es, weil es halt nicht schimmert, aber es sieht trotzdem mega aus. Also ich liebe es und ich könnte es tatsächlich auch hier benutzen. Sieht so ein bisschen natürlicher und geiler aus.
Und nur noch mal ganz kurz, so wenn wir schon beim Contouring sind, diese Farbe. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, Puder. Ja, es tut mir leid, es ist wieder ein Flohmarktprodukt und ich zeige euch das auch ganz gerne, weil das sind tatsächlich teilweise Dupes von MAC und so weiter und so fort. Es ist das Terracotta Powder in der Nummer 30. Das sieht so aus. Und ja, es ist mir kaputt gegangen, deshalb ist die Hälfte schon weg und ich könnte mich dafür echt umbringen. Es mattiert dich aber auf natürliche Art und Weise. Man sieht nicht gepudert aus, finde ich. Und ich habe es gerade extrem nötig, so ein bisschen Puder aufzutragen. Ich mache das immer mit meinem Puderpinsel. Und nein, ich wische nicht. Niemals wischen. Das ist so das Kontraproduktivste, was man machen kann, weil den Rest, den man drauf hat, wischt man praktisch weg. Und also könnt ihr es auch eigentlich lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ich bin mattiert, aber ich finde, es sieht so natürlich aus. Und ich mache das auch ganz gerne hier an der Seite. Das allerbeste Puder, wirklich. Es hat tatsächlich auch, wenn ihr mit dem Finger reingeht, dann sieht man, dass es so ein samtiges Finish hat. Es hat nicht so ein krass mattes Finish. Und deshalb ist das super. Diese Farbe, ich finde, diese Farbe ist recht universell. Also ich glaube, viele können diese Farbe benutzen. Also schaut mal im Internet vorbei und wenn es euch gefällt und wenn ihr eher ein natürliches Finish haben wollt, dann bestellt euch das. Wer einen meiner letzten Hauls gesehen hat, der weiß auch, dass ich ein bisschen investiert habe in einen Bronzing-Puder. Und zwar war ich bei Douglas und habe mir den von Bobbi Brown mitgenommen. Und zwar in der Farbe Golden Light. Und ich habe 40 Euro dafür ausgegeben und es hat ein bisschen wehgetan in meinem Portemonnaie. Aber der Schmerz hat schnell nachgelassen, weil. Das ist das schönste Bronzing-Puder, was ich jemals gesehen habe. Nicht zu rotstichig, nicht zu. Ist auch nicht zu aschig. Also, es wärmt euch schon schön auf, natürlich. Und ich packe ihn immer auf mit meinem Zoeva Luxe Cheek Finish Pinsel 126. Das ist so ein Pinsel. Und ja, ich konturiere auch damit. Das ist dafür super geeignet. Einfach nur Hammer. Und wenn ich extrem blass bin und mich einfach nur schnell abpudern will, dann auch Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Mama. Gab es nicht irgendwie mal so ein Lied? Du bist Hammer. Mein Favorite Blush seit jetzt vermutlich einem Monat war auch in einem meiner Hauls. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich zu diesem Ding ständig greifen werde. Dieser Blush von And Other Stories in der Farbe Canvas Taupe. Wirklich, habe ich auch heute drauf. Ob ich nun gebräunt bin oder ob ich extrem blass bin. Gestern hatte ich zum Beispiel keinen Selbstbräuner drauf. Da war ich schon ein bisschen blasser als sonst. Und ich hatte diesen Blush drauf. Es sah wirklich so schön aus. Vor allem jetzt für die Herbstzeit. Diese Farbe, oh mein Gott. Ich schwärme schon so eigentlich, als würde ich gleich kommen, Alter. Wirklich. Also man kann es auch übertreiben. Es ist wirklich nur ein Blush, ne? Also. Nur ich kann so übertreiben, wenn es um Make-up geht. Ich kann noch ein bisschen nachlegen. Einfach weil ich Bock habe und weil ich kann. Ich habe schon immer zu viel Blush getragen. Schon immer. Schon. Augenbrauen. Im Endeffekt greife ich doch immer zum Manhattan Gel Eyeliner in Braun. Und zwar ist es so ein wirklich dunkles, dunkles Braun. Vorne für diese Härchen, die ich mir zeichne, benutze ich immer das von Manhattan. Es lässt sich so super auftragen. Und ich zeige euch das mal. Ich nehme immer den Zoeva-Pinsel in der Nummer 317. Das ist so ein angeschrägter Pinsel. Ich gehe da rein. Und was ich immer mache, ist, ich gehe danach in die Kappe hier rein und das Überschüssige tupfe ich so ein bisschen ab. Und dann kann man wirklich damit so super. Auch man kann auch nur mal drücken, um ein Härchen zu zeigen. Also wirklich, Hammer, 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 Hammer. Lidschatten. Super schwere Aufgabe, einen Lidschatten rauszusuchen. Ich benutze fast jeden Tag einen anderen Lidschatten, weil ich immer Lust auf was anderes habe. Da bin ich wirklich so, ich bin praktisch eine Lidschattenhure, würde ich sagen.
Okay, auch da eine Firma, die ihr nicht sofort irgendwo kaufen könnt. Doch, könnt ihr. Im Internet. Inglot. Es gibt einen Internetshop von Inglot. So sieht das Ding aus. In der Farbe, beziehungsweise in der Nummer 425. Das ist so ein Pearl. Also, ne? Schimmerlidschatten. Ah, das sieht so aus. Diese Farbe könnt ihr euch einfach auf das bewegliche Lid auftragen. Ein bisschen mit so einem Blending Brush aus. Blenden und das sieht so hammer aus. Und ach so, ich habe das heute gar nicht drauf. Soll ich das mal auftragen und euch demonstrieren, wie die Farbe aussieht? Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe zwar gerade was anderes auf dem Lid drauf, aber ich kann damit ja drüber gehen. Das war jetzt gar nicht geplant, aber da ich so spontan bin, und meine Pinsel hier zufällig liegen. Also zufällig ist das gar nicht. Okay, und dann nehme ich noch meinen Blending-Pinsel. Übrigens sind fast alle meine Pinsel von Soeva, diese Firma, ich bitte euch. Für den Preis, diese Qualität kann ich immer nur empfehlen. Und diese Farbe, ich weiß nicht, ob ihr irgendetwas sehen könnt, aber oh mein Gott. Hallo? Diese Farbe betont fast jede Augenfarbe, das ist unfassbar. Und was ich auch immer mache, ich gehe nochmal mit dem Lidschattenpinsel, der ist übrigens von Inglot auch. Inglot hat auch sehr, sehr geile Pinsel. Gehe ich immer noch so hier drunter, weil das betont das Auge nochmal extra. Ihr werdet mich vermutlich hassen. Ihr werdet mich hassen, ihr werdet mich lynchen, ihr werdet mich an den Pranger stellen. Und was weiß ich was. Meine Ride or Die Mascara ist auch von Flumar. Es tut mir so krass leid. Diese Mascara, ich habe wirklich schon so viele Mascaras versucht. Ich hatte die Million Lashes von L'Oreal und mit der war ich auch wirklich lange zufrieden. Die habe ich wirklich ein paar Jahre lang benutzt. Diese Mascara, oh mein Gott, sie gibt mir Volumen, sie gibt mir Länge. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und vor allem, ich habe immer so fettige Augenlider. Ja, es ist eklig, bla bla bla. Aber bei mir setzt sich Mascara immer ganz schnell hier oben ab. Vor allem, weil ich auch tiefere Augenhöhlen habe. Was auch extrem komisch klingt. Aber bei mir kommen die Wimpern immer hier oben ran. Und deswegen habe ich hier eigentlich immer schwarze Stellen. Von dieser Mascara kommt das wirklich nicht. Und sie ist nicht wasserfest. Was eigentlich auch ein Plus ist. Mein liebstes Lippenprodukt. In letzter Zeit trage ich immer Lipgloss von Dior. Und zwar ist es der Lip Maximizer. Nicht unbedingt wegen des Plumping-Grundes. Es gleicht einfach die Lippen so ein bisschen aus. Und durch die ganz, ganz zarte rosa Farbe hält es die Lippen auch so ein bisschen auf. Was ich immer sehr schön finde. Fixierspray benutze ich nicht sehr häufig. Aber wenn ich eins benutze, dann von MAC. Prep and Prime Fix Plus Spray. Ich finde den Duft super, wenn ihr trockene Haut habt wie ich. Holt euch das. Vor dem Make-up, nach dem Make-up, holt euch das, weil es gibt euch Feuchtigkeit. Es legt sich wie so ein schöner, leichter Film über eure Haut. Ja, man ist so ein bisschen angefeuchtet. Es spendet einfach Feuchtigkeit und ich finde auch, dass es tatsächlich das Make-up settet. Auch zwischendurch als Erfrischung, wenn ich merke, ich habe so trockene Stellen, hier vor allem an der Nase oder am Kinn. Einfach ein paar Sprüher. Man kann auch gerne danach mit dem Beauty Blender oder mit irgendeinem Schwämmchen nochmal drüber gehen, so die Stellen eindrücken, die so ein bisschen trockener sind. Oh mein Gott, wirklich, das ist der Hammer. Mein Ride or Die Parfüm ist mit Abstand hundertprozentig das hier. Das ist das L'Imperatrice. Nummer 3, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann kein Französisch. Von Dolce & Gabbana. Dieses Parfüm soll eigentlich, oder ich habe zumindest gehört vor 2 Jahren oder so, dass es discontinued werden soll. Der ist frisch, aber nicht zu frisch. Eine Mischung zwischen blumig und fruchtig. Also, ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Also, einer der geilsten Düfte. Und wenn es den nicht mehr geben sollte, ich muss wirklich mal im Internet nachgucken, ob man den noch kaufen kann. Das war's eigentlich für meine Ride or Die Produkte. Ich habe dir noch das richtige Produkt gesucht und ich konnte euch irgendwie zeigen,
was eine gute Alternative wäre. Was das hier soll, habe ich keine Ahnung. Ich habe übrigens einen neuen Selbstbräuner drauf. Wenn ihr sehen wollt, was ich drauf habe, beziehungsweise was ich so in letzter Zeit nochmal eingekauft habe, weil ja, ich war wieder bei TK Maxx und ich habe Geld da gelassen und Schande über mein Haupt, aber ich konnte nicht anders. Wenn ihr einen Haul sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ansonsten verschone ich euch damit, weil ich in letzter Zeit wirklich sehr häufig Hauls gedreht habe. Aber ich kaufe ständig Sachen. Ich kann einfach nicht anders. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und danke fürs Zusehen. Und Rocky sagt euch auch Tschüss. Rocky? Rocky hat keinen Bock. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Da habe ich auch übrigens auf Snap... Hallo? Oh mein Gott! Auf Snapchat? Wieso kann ich das nicht sagen? Snapchat! Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Meine Fresse, Alter. Oh mein Gott, das ist wirklich der Hammer. Total toll.